So, willkommen zurück zu Let's Play Shakes and Fidgets. Ja, letzte Video ist schon ein bisschen her. In diesem Video, Level 75. Was ich total verpeilt hatte, hier regelmäßig reinzugucken. Jetzt bräuchten wir Amulette, die wir nicht haben bei der Hexe. Aber wir können als allererstes mal Glücksrad drehen. Und warum bin ich... Wow, das ist gut, drei Pilze. Warum bin ich so davon gehypt, Level 75 zu haben? Pets. Du musst mindestens Stufe 75 erreichen und das Nest finden, um Pets sammeln zu können. Genau deswegen bin ich da so gehypt. Wie findet man das Nest? Indem man Quests macht, wo hier nichts drin ist. Da ist die Chance, das Nest zu finden, beziehungsweise auch später Eier. 62. Dann ist die Quest sogar tatsächlich die stärkste, wo wir 10 Minuten jetzt warten müssen. Dungeons ist jetzt als nächstes bei mir der Pirat Blutnase dran. Probieren was. Free try. Entweder das klappt oder es klappt nicht. Wenn es nicht klappt, ist egal. Wir haben noch ein paar Free tries im Laufe dieser Welt vor der Nase. So, Waffenladen gucken wir mal. Was sagt die Waffe denn? Ausdauer, Intelligenz und 18 Glück geht ein bisschen runter. Kostet leider 10 Pilze. Aua. Die Waffe als solches ist aber gar nicht so verkehrt. Und es juckt in den Fingern. Hat eine recht große Bandbreite, was für Dungeons gar nicht so verkehrt ist. Für Arena-Kämpfe ist die kleine Bandbreite besser. Und mehr Ausdauer ist allgemein auch nicht verkehrt. Ah, und das juckt so. Ich überleg's mir über den Zach verteilt nochmal. Intelligenz 1,7. Müssen wir uns noch irgendwie die 1,7 ranholen? Ja, so. Laufzeit für Intelligenz. Brauchen wir auf jeden Fall. Wir bräuchten eigentlich auch einen großen Ausdauertrank, den wir gerade nicht haben. Ihr seht, da der Kampf läuft, jetzt können wir in der Festung schnell noch einen Edelstein in Auftrag geben. Da einsammeln, habe ich extra nicht ausgebaut weiter. Angriff wäre völlig aussichtslos, also wechseln wir und leider auch noch zu schwach. Akademie spare ich mir auf, Steinbruch und Holzfällerhütte baue ich auch nicht aus. Ich würde dadurch schneller die Ressourcen zusammenkriegen für weitere Ausbauten von Hauptquartier, Festung oder auch die Ritterhalle, die ich noch nicht auf 8 habe. Aber nee. Hier die Verbesserungen, die sind für die Soldaten doch deutlich stärker. Und ja, ich denke mal, ich werde jetzt häufiger mal einen kleinen Cut setzen, bis dann am Ende einer Quest das Nest auftaucht. Und dann erkläre ich weiter. Also kleiner, süßer Cut. So, und da wäre das Nest. Jetzt sind wir mal gespannt. Nest. Jetzt bereit zum Schlüpfen. Ziehe das Ei in den Bereich deiner Pet-Slots, damit das Pet ausschlüpft. Ja, der Spruch, der ist altbekannt. So, und jetzt, was kriegen wir für Pets? Wir kriegen bei Schatten Zehnaug. Beste Pet, was wir bei Schatten haben können. Bei Feuer Gulps. Nicht so toll. Erde. Renteng, Terek, Terek, Tering, reicht leider nichts für meine Verhältnisse. Orkal reicht auch nicht, schade. Licht, Tink, da ist eigentlich Quarklops, du wirst blocken ein wenig stärker, aber ich bleib bei Tink als Magier. Das haut schon hin, Pets, Glücksrad, Pets. Ich kann nicht kämpfen, schade. Egal. Gucken wir uns trotzdem weiter die Pets an. Nachts im Gammelforst. Am wichtigsten für uns ist Erde. Tagsüber beides Tags Pets. Mariwin Gammelforst. Mariwin Gammelforst. Also da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns. Und genauso wie das Nest gefunden wird, wird auch das normale. Werden Eier gefunden. So, jetzt haben wir es. 12. Ich gehe trotzdem weiterhin hier auf die normalen Zahlen.
Also auf Erfahrung. Festung. Direkt die nächste Suche beginnen und Zierfreund, Erfolg erhalten. Das Pestnest finden. Was mich jetzt gerade nur wundert, ist, dass wir keine Kämpfe machen können. Oder habe ich da irgendwie was verpeilt? 5-0. Vielleicht müssen wir erst noch einsortiert werden. Der Bieke hat noch keine Gilde. Okay, da muss ich wahrscheinlich das komplette Fenster einmal resetten und neu starten. Wisst ihr was? B18. Enter. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts allzu arg erwischt. Mit Vibrations und so. Jede Menge Schwarzbild, weil er neu laden muss. Ihr seht den Ladebalken natürlich jetzt nicht, beziehungsweise den Teufelskreisel des Todes, wie er so gut bekannt ist als solches. Ich aber leider umso deutlicher. Und ja, ich habe den Teufelskreisel nicht mehr. So. Laden, der Teufelspilz. Nein, ich möchte nichts trennen. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Wieder mal kurz Pause machen, bis ich wieder da bin. So, und jetzt geht's weiter. Und jetzt müssten eigentlich auch Kämpfe. Eigentlich hätten jetzt Kämpfe laden müssen. Wollten es aber nicht. Schade, aber ist halt so. Das Schöne ist, es können nicht nur die Eier jetzt weiterhin kommen. Es ist auch durchaus möglich, dass jetzt Früchte droppen zum Füttern. Abgesehen von den normalen Petkämpfen, die aber komischerweise momentan nicht laden. Keine Ahnung, ob dafür ein Server-Neustart benötigt wird. Dieses Werbevideo lasse ich einfach durchblubbern. Ich habe ja den Ton auch nicht an, wofür ich mir einen einfangen könnte. Also wissen wir erst zum Schluss des Videos, wofür da geworben wird. Oder ihr kennt die ganzen Werbung schon. Na, ist das ein Uso? Ja, wisst ihr was? Ich mache irgendwann mal so einen Shakes and Fidget Werbungspart, wo ich dann alles Mögliche an Werbung zusammenschneide, was da in den Videos gekommen ist. Mit Ton. Wofür ich zwar nicht einen Cent sehe, aber nur so mal aus Just for Fun. Shakes and Fidget freut sich wahrscheinlich. Oder was ist das? Player? Die Produzenten von Shakes and Fidget, ich weiß es jetzt nicht. 11, nochmal drehen. Ein Teddy. Teddy. Ich glaube, den Teddy kann ich sogar weghauen. Jo, könnte ich, aber nicht hier. Und der Waffenladen steht für uns auch noch nicht zur Verfügung. Das heißt, wir können ihn nur so standardmäßig verkaufen. Nicht nett, aber ist halt so. Und über Steinchen können wir leider auch nicht groß was deichseln oder ändern. Ja, ich schind jetzt nur ein bisschen Zeit raus, steck mir jetzt nebenbei noch ein Zigarettchen an, also ein Blödsinn. Vielleicht gibt es ja noch ein Ei. Ich habe die ganzen Gegenden so nicht auf dem Schirm. Könnte ich nachgucken, jedes Mal aufs Neue und mir dann einprägen, aber ach, nö. Was bringen die Pets eigentlich? Ganz einfach, wie ihr seht, 16 Statuspunkte, 12 Statuspunkte, 7. Pro Pet 1% auf die Basis, also von den Basis-Statuswerten wird 1% genommen. Und das kriegt ihr als Pet-Statuspunkte dazu. Deswegen ist es so sinnvoll, hier die Pets zu trainieren. Und sie haben denselben Timer wie eure normalen Dungeons. Das sollte man auch beachten. Oh, ein Wasserei. Okay. Wer kommt da raus? Jawohl, Okkodil, das gefällt mir. Dann können wir den nämlich trainieren. 38, 51 auf 5, 51, okay. Dauert etwas länger. Jetzt muss ich trotzdem noch mal wieder bei den Pets gucken. Okkodil als stärkstes Wasserpet. Passt. Tink als stärkstes Lichtpet. Ein an sich stärkstes Lichtfeld, aber ich werde das sowieso nehmen. Ting. Hier möchte ich auf jeden Fall Lilipon haben, muss ich halt tagsüber in Erogenion spielen.
Hier auch tagsüber. Nachts. Merwin. Scapa und Schwarzwasser. Und hier Schwarzwasser. Nein, Gulps ist der Kundi und deswegen ist Gulps stärker als Pyrophibus, weil das ein Krieger ist. Und ein Krieger weicht nicht so häufig aus, hat nur 25% Chance und ja, genau. Also Scapa ist momentan das, was wir eigentlich suchen. Gucken wir uns nochmal die Zeit an. 10 Minuten, wisst ihr was, Leute? Ich werde sowieso jetzt offscreen noch ein bisschen gucken, ob ich Scarpa finde für Gulps. Und in der nächsten Aufnahme seht ihr dann, ob sich hier was getan hat, ob ich endlich mal hier in die Kämpfe reingekommen bin. Und also ein Blödsinn. Und wenn das ein Bug ist, dass ich jetzt nicht in die Kämpfe reinkomme oder ich 24 Stunden warten muss. Ab in die Kommentare. Weil irgendwie wundert mich das. Eventuell, wenn ihr es in den Kommentaren drin habt und das Video kommt dann erst, ist schon hoch. Könnte schon sein, dass das Problem sich bei mir gelöst hat, aber ist egal. Ich möchte wissen, wie aktiv ihr seid. Also bitte ab in die Kommentare rein. Ist das ein Bug? Ist das beabsichtigt, dass man warten muss? Oder whatever ist. Hinterlasst mir Däumchen. Privatnachrichten, Aktfoto, nein, 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 ihr wisst schon, was ihr alles für Möglichkeiten habt und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.